Jo, diese Folge möchte ich ein paar Dinge tun. Zum einen würde ich ganz gerne jetzt diese Energiemauern ausprobieren, die wir ja schon mal getestet hatten. Aber damals hatten wir bei weitem nicht genug Strom. Das sollte jetzt eigentlich nicht mehr so das Problem sein. Warum ist der Akku gerade alle? Ich wollte gerade was Neues ausprobieren. Das könnt ihr doch nicht machen. Also ja, die Mauer würde ich gerne ausprobieren. Denn wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es da auch eine Art von Mauer. Das flackert hier so komisch. Es gibt eine Art von Mauer, die dem Gegner Schaden verursacht. Das heißt, wir könnten ja eventuell bei dieser angeplanten Monsterfalle hier irgendwo diese Mauern verwenden. Dass die Mauern dann quasi einfach warten darauf, dass Gegner spawnen. Dann laufen die Gegner dagegen und nehmen Schaden. Ah, das hilft nichts bei Spitter. Naja, trotzdem wäre es für uns eine schöne Art der Verteidigung. Ich glaube, wir hatten da schon mal was vorbereitet. Unter was waren die? Hier sind ganz viele bunte Symbole, ja. Das da waren die. Force Field Emitter. Die hätte ich gerne angefordert. Und dann auch noch gerne eingebaut. Und dann gucken wir mal. Die hatten nicht so viel Reichweite, also wie viele Felder gemacht wurden. Aber in den Kommentaren hatte jemand geschrieben, dass man das einstellen kann. Das gucken wir uns gleich mal an. Das heißt, ich gehe, sagen wir mal, hier hin. So ein Tool brauche ich dann auch noch, ne? Genau, so eins. Und stell das hier hinter die Mauer, dass wir gerade noch durchkommen. So, da muss man mit dem Tool darauf klicken. Das hatten wir ja auch schon gemacht. So, Richtung Osten, bitte. Viel Typ. Blue, Green, Red, Purple? Fragezeichen. Blau, normale Lebenspunkte, normaler Respawn, normale Power Usage. Green, größere Lebenspunkte, langsamer Respawn, dafür aber auch weniger Stromverbrauch. Red, Damage Living Things. Okay. Probier mal Red. Achso, müssen wir es erforschen. Ja, okay, macht Sinn. Upgrades? Upgrade applied. Distance, Advanced Circuit and Width Processing Unit. Upgrades apply to the Emitter. Das heißt, ich muss jetzt. Hat jemand zum Processor gesagt? Das ist ein Processor, oder? Nee. Aha, was machst du jetzt? Achso, du machst jetzt Emitter Distance, wie weit weg ich die Mauer projizieren kann. Okay, so schick. Und ich würde aber ganz gerne lieber die Dicke. Machst du die Dicke? Nein. Du machst die Dicke. Oh ja, okay. 41, das klingt viel. Drück erstmal Apply und dann warten wir, wie der Strom. Warten wir, wie der Stromverbrauch ist. Das ist nicht gut, das muss weiter weg. Dich da. Und die Weißen waren das, ne? Also muss ich ja noch einstellen. Okay, dann machen wir 15. Und mach hier mal 41. Genau, weg. Da wird es jetzt neu aufgebaut. Stromverbrauch ist 4,55. Ja, ist okay. Hält sich noch an Grenzen. Also ist vertretbar. Und ist jetzt schon relativ groß. Braucht eine ganze Weile auch zum Aufstellen. Was ich mir problematisch vorstellen könnte, ist, wenn ich das Ding jetzt noch viel größer einstelle, dann wird die Mauer wieder verschwinden und neu aufgesetzt werden. Und da werden alle gleichzeitig Strom verbrauchen. Das heißt, wenn ich. Wie viele Felder fehlen hier noch ungefähr? Ja, die bauen wir gleich. Sagen wir mal noch 20 obendrauf. Du. Das heißt, so. Und jetzt so viele. Das waren die falschen. So viele da jetzt drauf, dass da 81 stehen muss, richtig? Das ist eine Menge. Ach, mehr geht nicht. Okay. Das hätte dann auch das geklärt. Und dich stellen wir jetzt mal auf 65. Apply. Und gucken auch für Strom. Musch. Verbrauchst jetzt mal eben 8 und nicht mehr 5. 10. Aber das können wir gegen machen. Ja, schade. Es geht nicht auf. Also die maximale Projektionsfläche
Breite, die so eine Mauer haben kann, sind wohl diese 65 oder was das waren. Das heißt, wir sollten dich jetzt 2 Felder weiter nach oben stellen, damit hier auch die Ecke schön abgedeckt wird. Wenn ich dich jetzt allerdings abbaue, werden alle Module raus sein, oder? Ja, wahrscheinlich. Also ein dahin. Und ein... Ja, hier haben wir noch nicht mal das Muster ordentlich gemacht. So. Und ein hierhin. Und die kriegen dann jeweils so ein Teil. Und das Ding kam genau an die Ecke, also dahin. So, und du gehst jetzt mal nach Norden. Dann bekommst du davon welche, dass du auf 15 kommst und machst doch gleich 15. Und das da auf Max. Also nicht Q. Ich weiß nicht, was er macht, aber der... So. Und die jetzt Max. Gut. 65. Go. Genau, da ist jetzt unsere Mauer. Und das wird doof aussehen mit dem Zipfel da hinten. Oh, und du bist schon an. Warum bist du an? Du solltest eigentlich nach Osten und ähnlich eingestellt werden wie der andere. Obwohl, hier kann ich es ja feintunen, bis wo genau das dann aufschließt. Ja, erstmal aufstellen, erstmal aufstellen. Dann kann ich mir darüber Gedanken machen, ob das auch den gleichen Abstand hat und sowas. Apply. Dun, 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 dun. Was? Das sieht nicht richtig aus. Achso, ich habe die Werte nicht eingetragen. Ich gehe mal davon aus, dass wenn ich hier was erhöhe, das automatisch das Maximum annimmt, aber das macht er natürlich nicht. Apply. Fast, fast. Wobei das hier mit dem kleinen Schnörkelding da fast gar nicht mal so schlecht aussieht. Das heißt, wir müssten jetzt nur noch so ein Ding bauen. 1, 2, 3 Reichweite hast du. 1, 2, 3. Hier noch so ein Ding. Und da unten vielleicht noch ein ganz kleines. Dann wären wir komplett einmal rum mit diesem Stromding hier geschützt. Die haben Lebenspunkte nur 300. Verglichen mit unseren 750 Sandsack-Dingern da. Aber die Sandsackmauern werden gar nicht mehr zerstört. Also sollte das okay sein. Und wir können dann später noch umstellen auf andere Schutzarten. Zum Beispiel hier ist das Grüne. Erforscht das mal ganz flott. Jo, gut. Also das funktioniert. Ist soweit auch nicht teuer, was Strom angeht. Weil die verbrauchen jetzt nur Strom, wenn sie repariert werden müssen. Oder neu gesetzt werden. Was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Jemals. Wir bräuchten also jetzt mehr davon. Hilft mir jetzt allerdings doch nicht so sehr bei der Monsterfalle, wie ich mir das gewünscht habe. Außer ich mache das so, dass die Mauern überall stehen und sobald irgendwas spawnt, wird sofort von der Mauer getatscht und gebrutzelt. Aber ich denke, das wird bei den Splittern nicht so gut klappen. Das heißt, wir müssen uns was anderes überlegen. Wie viele Türme habe ich? 3 davon. Bauen wir davon mehr. Ich sollte Türme eigentlich automatisieren. Aber ehrlich gesagt habe ich momentan nicht so wirklich die Motivation, die Automatisierungssachen weiterzumachen. Oder irgendwo neue Module reinzustopfen. Gleich das nächste. Ich hätte lieber jetzt die Sachen für den Topaz-Turm. Dafür brauche ich Cut-Topaz. Weg, weg. Cut-Topaz, da. So, dann brauche ich noch ganz, ganz viele Mauern. Da sollten wir noch was vorrätig haben, richtig? Da viel. Bum, 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 bum. Ja, ein paar sind da. Oh. Aber nicht so viele, wie ich gedacht hätte. 200 Mauern werden nicht reichen, um eine Mauer um eine Basis rumzubauen, oder? Er kommt auf die Basis an. Ich wäre ja fast dafür, das hier hinzubauen. Mit etwas Glück triggern wir nämlich immer die Viecher von hier. Und die ziehen diese Basis mit. Weil die haben ja so eine Rudeldynamik. Das heißt, wenn man einen von denen antippt, gehen alle Umstehenden mit hinterher. Na, gucken wir. Erstmal brauche ich genug Türme. Ich brauche eine Stromverbindung bis da oben hin. Also stell bitte die daher. Ein Augsding. Es ist schön, dass wir die jetzt so beiläufig bauen können. Also vor nicht allzu vielen Folgen war das noch ein richtiger Krampf, die zu bauen.
Red Force Field. Go. So, und die da hätte ich auch noch ganz gerne für die lange Strecke. Damit wir unser ganzes Energiepotenzial von der Basis mit nach oben nehmen können. Und nicht da oben extra Solar Panels und was ich aufbauen. Weil der Stromverbrauch wird recht hoch sein bei der Monsterfalle. Bin mir relativ sicher. Eine Idee auch noch war, um zu verhindern, dass die Roboter mal zerstört werden, dass wir mit den Fließbändern hier arbeiten. Und das finde ich echt schick. Das heißt, na, warte mal. Das heißt, wir nehmen Gold weg, hätten gern normale Fließbänder und davon sehr viele. Kommen also auch schon mal ins Inventar. Für unsere Vorbereitung. Was machen eigentlich die Roboter? Alle ausgelastet. Okay, okay. Sobald die Forschung durch ist für die roten Kraftfelder da, gehe ich auch wieder in Richtung Roboter. Wir sollten jetzt hier genug Tränke haben. Grüne Tränke sehe ich. Lila Tränke habe ich gerade eben auch noch ganz knapp gesehen. Aber es war es dann auch. Hellblaue Tränke. Nee. Ich sollte echt den Mod installieren, der schon vorgeschlagen wurde. Der das gesamte Logistiksystem in so einem richtig schönen, ordentlichen Fenster anzeigt. Also bin ich jetzt immer am Raten. Habe ich das nicht? Wie viel habe ich davon? Lohnt es jetzt, die Forschung zu machen oder nicht? Und das sind einige an Transport Rails. Sehr schön. So, jetzt hätte ich ganz gerne mehr Speed. Richtig. Es wurde ebenso angemerkt, dass ein Knackpunkt bei der Roboter-Logistik das Problem ist, dass sie sich nicht schnell genug aufladen können. Das weiß ich nicht. Also wir haben jetzt ja schon MK3, teilweise MK4 Roboter. Die können recht lange rumfliegen, bis sie sich aufladen müssen. Und wie ihr sehen könnt, das Ding wird nicht mal ordentlich genutzt. Also es ist nicht komplett ausgelastet. Trotzdem könnte ich die ein wenig verteilen. Eher hier unten irgendwo. Nö, auch nicht. Eher hier. Hier fliegen alle dran vorbei fast. Pop das mal einfach dahin. Damit sie sich unterwegs hier aufladen können. Oh, sehr schön. Was dem auch noch helfen würde, wäre alle Roboports auf die nächste Stufe zu bringen. Wobei, du bist schon 3. Ja, da ist noch ein 2er. Also die 2er alle auf 3er bringen, wäre dann der nächste Schritt. Und wir können die 3er Power Armor bauen. Darauf habe ich ja schon recht lange geschielt. Wir bräuchten 150 Chitin. Wir bräuchten 80 Kobalt, 80 Ardite. Guck mal. So, das ist wieder woanders, ne? Ja, da ist Ardite. 80 Ardite. Kobalt sollten wir haben. Ja, Chitin. Chitin brauchten wir. Also für die großen Alien-Sachen brauchten wir Schwefelsäure, das weiß ich. Hätten wir hier theoretisch. Ja, okay, dann bauen wir das mal hier hin. Du zerlegst jetzt bitte ab sofort. Königinnen haben wir schon, richtig? Ich denke ja. Unter was waren die Leichen? Da. Zerleg mal bitte Königins. Das ist zu selten, oder? Machen wir hier nicht genug Platz für die ganzen Schwefelsäure-Sachen? Na gut. Da oben Königin Spitter. Und hier bitte Königin Biter. Ja. Und Rohr. Die müssen mal kurz abgebrochen werden, die ganzen Sachen. Das heißt, die Hälfte davon werde ich wieder vergessen. Das kriegen wir schon hin. Da. Ebenso noch aus den Kommentaren an wichtigen Anmerkungen. Wenn ich die Sachen upgrade mit dem Upgrade-Tool, kommen die ganzen Module raus. Das heißt, ich muss die ganzen Module neu setzen. Und wie man das hier auch schon sehen konnte in den letzten Folgen, die Orientierung ist falsch. Von denen zum Beispiel. Das heißt, die müssten auch alle angepasst werden. Ist ein wenig ärgerlich, aber jetzt, wo ich das bewusster weiß als vorher, wo ich das nur nebenbei gemacht habe, werde ich jedes Mal darauf achten, wenn wir das aufstufen. Was aber eh nicht mehr so oft passieren wird, weil wir haben ja schon die 5er Assembly Machines. Das sollte eine Weile reichen. So, ihr bräuchtet jetzt noch... Die stehen falsch.